Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wettervideo hier am Strand von Las Palomas. Beginnend heute hier an der Charca, kurz vor dem Sonnenaufgang. Ja, heute an einem ja so besonderen Tag. Schönes Wetter auf Gran Canaria und hier ist richtig was los. Kurz die Lage hier an der Charca. Ein bisschen Wind gibt es hier, sehe ich gerade. 25 Grad haben wir. 7 Uhr und 50 Minuten. In 4 Minuten ist Sonnenaufgang. So, ein bisschen Farbe haben wir auch schon. Ja, der Kalima ist noch nicht vorbei. Ich habe schon gemerkt, der warme Wind jetzt unterwegs. Wir haben in der Nacht ja wenigstens eine Abkühlung gehabt. Und hier wird es auch schon wieder ein bisschen windig. Die Chance, dass der Sand nicht fliegt, die ist natürlich am Morgen größer wie unterm Tag. Das zeigt die Erfahrung. Und jetzt schauen wir uns dann gleich erstmal hier um. Ja, heute ist der 3. Oktober 2023, Tag der Deutschen Einheit. Der wichtigste Feiertag für Gesamtdeutschland und da ist viel passiert. Und es ist viel geschafft worden, aber ich glaube, das meiste muss noch geschafft werden. Aber wir wollen ja nicht politisch werden, nein. Und deswegen feiern wir und genießen wir diesen Tag. In Deutschland als auch hier auf Gran Canaria. Und die Kommentare zeigen es ja, viele bezeichnen das ja auch hier als ihre zweite Heimat. Und Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt und wo man gerne ist. So, heute die Wetterdaten. Der 3.10.23, wir haben Sonnenaufgang, 7 Uhr und 54 Minuten. Genau jetzt, 19.44 Uhr ist Sonnenuntergang, 10.31 Uhr ist Niedrigwasser, wir haben also ablaufendes Wasser jetzt und 16.39 Uhr ist Hochwasser. Tiefstwerte heute 22, Höchstwerte werden wieder über 30 Grad erwartet. Ja, erwartet. Kann man auch den Stichpunkt nehmen, Faro, Leuchtturm, Freitag 16 Uhr. Wer möchte, kann gerne mit dazukommen, mit dabei sein. Mit und ohne Kamera können wir uns unterhalten. Dann gibt es dann auch die Tassen und die T-Shirts, wer möchte. Ich hänge immer Bilder mit hinten ran, dass ihr wisst, um was es geht. Weihnachten steht ja vor der Tür. Und vielleicht braucht der andere oder ein oder andere noch ein schönes Geschenk. Auch die Bilder vom Victor präsentiert am Freitag am Faro. Schöne Aquarelle mit diesen Motiven, mit dem Leuchtturm, mit dem Faro. Und das Ganze schon ab 15 Euro oder für 15 Euro. Unseren kanarischen Maler, den wir hier unterstützen. So, und wer keine Möglichkeit hat, am Faro zu sein und doch Tassen oder T-Shirts möchte, der schreibt einfach in die Beschreibung hinein, da ist eine Entschuldigung, in der Beschreibung ist eine E-Mail und er schreibt dann einfach eine E-Mail. So, Sonnenaufgang, hier haben wir sie. Ganz, ja, zart zeigt sich die Sonne hier. Wir haben wieder das Wolkenband, mehr oder weniger dicht und deswegen, aber schön anzusehen jetzt.
schemenhaft. Ja, wir hatten ja gestern wieder das Interview. Das kommt heute ein bisschen später von Manfred und Roswitha. Die Inhaber der Zeitung Gran Canaria Olé. Und ich sage euch, es lohnt sich auf jeden Fall, die Zeitung zu kaufen, wenn ihr hier seid. Aber ihr könnt sie auch abonnieren als Online-Abo. Und dann könnt ihr sie so oft ihr Lust habt ansehen. Und das Abo kostet pro Ausgabe, ist dann der Preis nur 2 Euro, glaube ich, 92 oder so. Und ihr seid immer auf dem Laufenden, gerade auch jetzt die Veranstaltungen im Herbst und im Winter. Sehr interessant. Ja, was für ein schöner Anblick wieder. Die aufgehende Sonne. Jetzt kommt sie wieder über dem Meer nach oben. Das heißt, man muss jetzt nicht über die Dünen schauen, sondern schöne Sonnenauf- und Untergänge jetzt direkt über dem Wasser. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Teilen der Videos, fürs Abonnieren. Ja, und ich freue mich ganz, ganz besonders auf das nächste Video von der Antje. Die gibt sich ja richtig Mühe mit ihrem Special-Video früher und heute. Bilder vor vielen Jahren aufgenommen und aufbereitet und mit den neuen Bildern zusammen kombiniert. Ja, man weiß gar nicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich weiß es, ich kann es mir vorstellen. So, das wird kommen die nächsten Tage. Schaut, ist das nicht schön? Jetzt kommt doch die Sonne richtig raus. Das ist ein Foto für den Kalender. Nein, dieses Jahr gibt es keinen Kalender. Das ist durch die Stückzahl bedingt so viel Arbeit, dass es ja eine kleine Stückzahl ist. Und der Aufwand ist sehr, sehr groß. So, das ist doch mal ein Foto wieder. Ja, danke fürs Teilen, fürs Abonnieren der Videos, fürs Weiterleiten, für die netten Kommentare und die Beantwortung der Kommentare. Einfach nur ein schöner Anblick, auch die Spiegelung jetzt im Wasser.
Ja, da kann man die Kamera gar nicht auslassen. Nein. Und ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Ja. Was für eine Spiegelung. Eine Reflexion hier. Am Strand von Maspalomas Sonnenaufgang heute am 3. Oktober mit der Spiegelung der Sonne hier. So, geht's jetzt Richtung Punta de Maspalomas. Ja, wer jetzt Sport macht, der sollte das auch lieber früh tun und nicht jetzt bei diesen hohen Temperaturen um die Mittagszeit. So, wir können auch mal in die Berge schauen. Denn ein bisschen was sieht man. Also es ist meiner Meinung nach klare wie gestern Morgen. Ja, das ist der schönste Zeitpunkt, um hier spazieren zu gehen, meiner Meinung nach. Ja, was soll man da groß sagen? Gar nichts. Einfach schweigend genießen. So, für mich geht es jetzt mal ein bisschen schneller jetzt Richtung Punta. Ja, hier an der Punta de Maspalomas angekommen, auch keine anderen Verhältnisse wie vorne beim Leuchtturm. Wir haben hier ein bisschen Wellen. Mehrere aufeinanderfolgende kleine Wellen. Wir haben aber auch keinen Wind hier oder jedenfalls nicht mehr Wind. Und es ist doch noch verhältnismäßig klar, wenn ich jetzt hier so über das Hotel Rio Palace schaue, kann man doch die Berge sehr, sehr gut erkennen. Also hohe Temperaturen ja heute, aber Calima, glaube ich, der zieht sich ein bisschen zurück, ist meine Meinung. Ja, das ist jetzt der Übergang hier. Für die Neuen sind im Kanal von Maspalomas nach Playa de Inglés. Diesen Punkt hier, wo die
die Menschen jetzt da vorne laufen. Das ist die Punta de Maspalomas. Und wenn man genau wissen will, wann man den Punkt erreicht hat, da vorne ist ein Fahnenmasten mit der roten Flagge, Baden verboten. Und ich bin jetzt fast am Punkt, ich zeige es euch. Das heißt, wenn man die Liegestuhlreihen sieht, dann ist man da. Besonders schön hier, wenn das Wasser ablaufend ist, beziehungsweise Niedrigwasser. So, vor ein paar Tagen habe ich ja den Rundgang nochmal gesendet, hier heute Morgen, am Morgen. Vorgestern war das der Weg hier nach Playa und auf der anderen Seite wieder zurück. Ja, für alle daheimgebliebenen bzw. diejenigen, die jetzt gar nicht mehr kommen können, vielleicht ein kleiner Trost, dass ich euch hier mitnehme, den Spaziergang. Viele, die jahrelang hier Urlaub gemacht haben und tagtäglich hier gegangen sind, ihr habt es ja in den Kommentaren auch gelesen. So, jetzt haben wir die Punta erreicht. Und auch nochmal der schöne Blick jetzt Richtung San Agustin. Bis hin Richtung Bahia Feliz. So, und hier jetzt seht ihr da die Liegen, farblich etwas abgesetzt vom Strand. Das ist dann der Badestrand Anexo Dos in Playa de Ingles. Ja, ich hatte oder habe ja Gäste auch, kann mich gut daran erinnern, die beiden, die sind immer hier vom Playa de Ingles gelaufen Richtung Maspalomas, früh morgens schon, auch jetzt um zwischen 7 und 8, und dann wussten sie auch, wo es den ersten Kaffee gibt, und dann sind sie schwimmen gewesen und dann sind sie dann um 10 wieder zurück. Und das fast täglich. Doch, wir haben jetzt wieder ganz klaren Horizont. Schaut euch an, wie sauber man da den Unterschied sieht. Kein Vergleich zu den anderen Tagen, zu den letzten beiden Tagen.
auch wenn ich jetzt hier weiter sehe, rechts hier. Also auch ganz klar die Berge, die Häuser, die Siedlungen zu sehen. Ja, einfach nur schön und die Kulisse da mit dem Fahrer. Immer wieder ein Augen- oder ein Blickfang. So schön wie es Meer ist, wenn es so ruhig dahin plätschert, aber es hat auch schöne Seiten, wenn es dann ein bisschen unruhiger ist. Aber das kommt. Ja, so eine Spiegelung, dass man kaum was erkennen kann. Ja, ich bin sprachlos fasziniert, begeistert. Gerade gedanklich nochmal in Frankfurt gewesen. Nein, muss sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war sehr schön. Es hatte aber auch das Wetter gepasst und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich wünsche euch richtig schönes Oktoberwetter mit viel Sonne . Was nicht so gut war in Frankfurt, das gute Essen. Nein, das war zu viel. Ich bin ja fast wieder zurück, mein Tagesziel, die Punta erreicht, mein Morgenziel. Tagesziel war das noch nicht, nein.
Und der Wind ist richtig angenehm, jetzt ein bisschen kühlerer Wind hier vom Wasser kommend. So, und langsam möchte ich dann das Video auch wieder beenden. Ich hänge euch dann noch ein bisschen Bilder mit dazu, wer es sehen möchte. Die schönen Motive vom Victor, dem kanarischen Maler, und dann eben wie die Tasse aussieht, beziehungsweise das T-Shirt. Grüßen gibt es natürlich, und es ist Uni für Damen und Herren, ist ja klar. So, mit diesen Bildern sage ich dann jetzt hasta luego, macht's gut, einen schönen Tag und bis zur Realität.